Warum fühlen sich in Deutschland aufgewachsene Jugendliche von islamistischer Propaganda angesprochen? Was kann die Gesellschaft tun, um die Radikalisierung unserer Jugendlichen zu verhindern? Diese Fragen diskutieren Experten auf dem Fachgespräch der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Das Internet spielt eine wichtige Rolle, YouTube, die sozialen Netzwerke spielen eine wichtige Rolle. Aber die Mehrheit derjenigen, die sich radikalisieren lassen, werden ganz konkret angesprochen durch Imame. Mehr als 650 junge Menschen aus Deutschland sind bereits nach Syrien und in den Irak ausgereist, um die Terroristen des sogenannten Islamischen Staates zu unterstützen. Doch warum werden junge Leute zu Extremisten? Einfache Antworten hierfür gibt es nicht. Jugendrebellion gegen bestehende Normen und Werte werden als Ursache genannt. Aber auch eine latente Islamfeindlichkeit in Deutschland und fehlende religiöse Bildung. Sonst hätten Sie ja jemanden, der Ihnen kontern könnte. Sonst hätten Sie ja jemanden, der Ihnen sagen könnte, aber Moment, in der Sura sowieso, was weiß ich, steht dieses und jenes. Sie suchen sich ja bewusst Menschen aus, die überhaupt keine Ahnung haben, denn die kann man ja noch viel einfacher manipulieren. Eine weitere zentrale Aussage war, dass wir uns natürlich sehr frühzeitig im Rahmen beispielsweise einer existierenden Hotline um die Jugendlichen kümmern müssen, Ansprechpartner sein müssen für Jugendliche, die sich in ihrer Familie nicht mehr zurechtfinden, die sich möglicherweise in der Schule angegriffen fühlen. Solche Dinge wie eben die Hotline beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss man unterstützen, müssen wir weiterhin fördern. Das sind ganz zentrale Punkte.